Heute in den TV Berlin Nachrichten. Senat beschließt schärfere Ausgangsbeschränkungen über Ostern. Impfrückschlag für Lehrer, Erzieher und Polizisten. Und 31 Millionen Euro für Berliner Familien. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 1.4. In Berlin gibt es 1012 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung von Mittwochabend hervor. 8 Menschen sind verstorben. Die Corona-Ampel der Krankenhausbetten steht weiter auf Gelb. Rund jedes 6. in der Stadt verfügbares Krankenhausintensivbett ist momentan mit einem Covid-Patienten belegt. Weiter rot zeigt die Corona-Ampel der 7-Tag-Inzidenz. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 138,1 Berliner infiziert. Der 4-Tage-R-Wert liegt bei 0,85. Die Corona-Ampel steht somit weiterhin auf Grün. Der Senat hat sich auf schärfere Kontaktbeschränkungen ab Karfreitag geeinigt. Demnach dürfen sich Personen zwischen 21 und 5 Uhr nur noch allein oder zu zweit aufhalten. Wir haben vor diesem Hintergrund beschlossen, dass wir über die Osterfeiertage die Kontaktmöglichkeiten so lassen, wie die Berlinerinnen und Berliner es bisher kennen, dass über die Osterfeiertage 2 Haushalte mit maximal 5 Personen zusammenkommen können, dass dann aber ab dem 6. April eine verschärfte Regelung greift, dass nämlich ein Haushalt sich nur noch mit jeweils einer weiteren Person treffen soll. Ich weiß, dass das für viele natürlich auch wieder eine drastische Einschränkung ist und sicherlich wieder neue Belastungen auslösen wird. Aber man muss es hier wirklich nochmal eindeutig sagen. Die Infektionen entstehen durch direkte Kontakte. Gerade hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass man wirklich nur ein Minimum an Kontakten praktisch zulässt, weil gerade diesen ungeschützten Situationen, wo man sich scheinbar sicher fühlt, dann doch neue Infektionen entstehen, neue Infektionen für Jüngere und Ältere, die zu einer großen gesundheitlichen Gefahr führen können. Tagsüber bleibt es bei den bisherigen Regelungen mit maximal 5 Menschen aus 2 Haushalten. In beiden Fällen werden Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Ein neues Gesetz mit dem Namen Gesetz zur Förderung und Beteiligung von Familien soll Berliner Familien zukünftig unterstützen. Für verschiedene Maßnahmen stellen Bezirke, Land und Bund somit in diesem Jahr 31 Millionen Euro bereit. Laut Bildungssenatorin Sandra Scheres von der SPD sollen jedoch bis 2026 noch 20 Millionen Euro zusätzlich bereitstehen. In jedem Bezirk ist zudem ein Familienservicebüro geplant, in dem Familien beim Leistungsbezug unterstützt und in sozialen Fragen beraten werden. Unter anderem sollen laut Scheres auch Erholungsfahrten, Familienzentren, in denen Kurse mit Erziehungstipps oder gratis Krabbelgruppen angeboten werden, sowie Stadtteilmüttereinsätze verankert werden. Das Gesetz wird jetzt im Parlament beraten und soll vor der Septemberwahl verabschiedet werden. Mit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission haben am Dienstagabend Bund und Länder beschlossen, den Impfstoff AstraZeneca nur noch bei über 60-Jährigen einzusetzen. Laut der dpa kritisierte der Deutsche Lehrerverband den Beschluss als katastrophalen Rückschlag. Der Verbandspräsident Heinz-Peter Meidiger fordert eine schnelle Lösung, um die Durchimpfung der unter 60-jährigen Lehrkräfte so schnell wie möglich zu beenden. Er betonte zusätzlich, dass es gefährlich sei, die Schulen weiterhin geöffnet zu halten, da die Inzidenz immer weiter steigt. Der Sprecher von der Senatsgesundheitsverwaltung, Oliver Fey, teilte mit, dass die Berliner auch während der Osterfeiertage weiter geimpft werden. In den anderen Bundesländern wie in Brandenburg wird lediglich am Gründonnerstag und am Karsamstag weiter geimpft. An den Feiertagen bleiben die 12 Impfzentren in Brandenburg zu. Die sommerlichen Temperaturen haben am Mittwoch viele Menschen in die Berliner Parks gelockt. Dabei kam es auch zu größeren Menschenansammlungen.
Laut dpa-Meldung teilte die Berliner Polizei auf Anfrage mit, dass gestern wiederholte Verstöße gegen die Corona-Verordnungen gemeldet wurden. Unter anderem musste die Polizei am Gleisdreieck den Park räumen. Besonders an Ostern wird die Polizei mit zusätzlichen Kräften in der Stadt im Einsatz sein. Besonders Parks werde man häufiger kontrollieren und notfalls auch für Besucher sperren, wenn sie zu voll werden. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung sind Aufenthalte in Parks erlaubt. Allerdings nur mit maximal 5 Angehörigen des eigenen und eines anderen Haushalts plus Kinder unter 14 Jahren. Seit Mittwoch gilt in Berlin die verschärfte Maskenpflicht. So sind in allen Innenräumen FFP2-Masken vorgeschrieben. Daraufhin stellt der Berliner Senat Menschen mit geringem Einkommen kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung. Nach Information der Sozialverwaltung durch den RBB haben sich Sozial- und Gesundheitsverwaltung auf entsprechende Pläne geeinigt. Die 1,6 Millionen FFP2-Masken, die durch die Gesundheitsverwaltung bereitgestellt werden, sollen jetzt so schnell es geht an die Berliner Bezirke verteilt werden. Dort werden sie an Bedürftige verteilt, die sich die vergleichsweise teuren FFP2-Masken nicht leisten können. Auch Flüchtlingsheime und Obdachlosenhilfen sollen die Masken erhalten. Polizei stellt sich auf zahlreiche Demos am Osterwochenende ein. Für Samstag wurden laut Behörden mehrere Demos angemeldet. Dazu wollten jeweils hunderte Teilnehmer kommen. Für die Polizei Berlin ist es ein ganz normales Versammlungswochenende. Abgesehen davon, dass es das Osterwochenende ist, wir werden am Samstag verschiedene Autokorsos haben und auch eine Kundgebung. Die Menschen werden sich im Bereich der Straße des 17. Junis und am Brandenburger Tor zusammenfinden. Es werden Corona-kritische Menschen sein, die da ihre Meinung auf die Straße tragen. Und gleichzeitig werden wir noch einen Aufzug, der am Rosa-Luxemburg-Platz beginnt und auch dort wieder endet, den sogenannten Ostermarsch polizeilich betreuen und gewährleisten. Die Polizei Berlin sieht sich immer wieder, wie auch die anderen Polizeien der anderen Länder, in Situationen, wo sie angegriffen werden, verbal attackiert werden. Auch das ist natürlich für dieses Wochenende nicht ausgeschlossen. Und es gibt Einzelne, die ganz deutlich ihren Unmut auf die Straße tragen gegen diese Corona-Maßnahmen, gegen die Einschränkung. Da werden wir mit kommunikativen Mitteln auf die Menschen einwirken und nur bei absolutem Unverständnis dann auch konsequent die Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ahnden. Die Polizei Berlin möchte den Berlinerinnen und Berlinern für dieses Osterwochenende mit auf den Weg geben. Genießen Sie das Wochenende, genießen Sie auch die frische Luft unter Einhaltung aller Maßgaben, die aktuell gelten, damit wir alle ein friedliches Wochenende haben und uns auch der eigenen Verantwortung, unserer Gesundheit und der anderen bewusst sind. Beim 27. Spieltag findet das Derby zwischen Eiserne Union und der alten Dame Hertha BSC am Ostersonntag in der alten Försterei um 16 Uhr ohne Zuschauer statt. Der Berliner Senat hatte erst am Dienstag dem Pilotprojekt zur Rückkehr von Zuschauern ins Stadion für das kommende Derby am Sonntag eine Absage erteilt. Bei der Hinrunde am 4. Dezember gewann im Olympiastadion Hertha BSC gegen Union Berlin mit 3:1. Aktuell in der Bundesliga-Tabelle belegen die Unioner den 7. und die Herthaner den 14. Tabellenplatz. Sind Sie Fußballfan? Und wenn ja, für welche der beiden Parteien? Ich könnte jetzt so eine typische Politiker-Antwort geben und sagen, die Stimmung im Stadion ist so großartig, ist mir egal, wer gewinnt. Ich habe aber eine Vermutung, dass diesmal Union gewinnen könnte, weil sie machen das bessere Spiel im Augenblick. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie man jetzt mit dem neuen und alten Trainer bei Hertha wieder vorankommt und wie er das Team formt. Hat ja so einige Maßnahmen angewendet, gibt keinen Dolmetscher mehr in der Kabine, sondern man muss jetzt untereinander, miteinander sich die Dinge übersetzen. Das formt natürlich auch ein Team bei Hertha, aber ich habe die Vermutung, dass Union gewinnt. Und damit zu den Wetteraussichten von heute. Heute Nacht kann man einen weitestgehend bewölkten Himmel erwarten, bei kühlen Mindesttemperaturen von 2 Grad. Es bleibt trocken. Am Freitag zeigt sich das Wetter wechselhaft. Man kann viel Sonne genießen. Jedoch ziehen im Laufe des Tages vermehrt Wolken auf bei Temperaturen von 12 Grad. Samstag schließt sich dem Wetter vom Vortag an bei Temperaturen von 9 Grad. Einige Sonnenstrahlen kommen durch. Größtenteils ist der Himmel jedoch bewölkt. Sonntags kann man sich dann wieder auf mehr sonnige Abschnitte freuen. Die Wolkendecke legt sich größtenteils. Wir erreichen Temperaturen von 11 Grad.
Am Montag sind jedoch wieder vermehrt Wolken und weniger Sonne am Himmel bei Temperaturen von 12 Grad. Es kann zu Regenschauern kommen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage und bis Dienstag. Bleiben Sie gesund!